Ja, schönen guten Tag von meiner Seite und herzlich willkommen zu dem ersten Termin der Lehrveranstaltung Werkstofftechnik Metalle in der additiven Fertigung. Heute haben wir den ersten Termin und würde ich versuchen, Ihnen eine kurze Einführung sowohl in die Lehrveranstaltung, in die Struktur der Lehrveranstaltung zu geben, als auch eine kurze Einführung in das Thema der Lehrveranstaltung zu präsentieren. Grundsätzlich, unsere Lehrveranstaltung hat zwei Teile. Teil 1 ist dann die Vorlesung, findet wie geplant donnerstags ab 10 Uhr statt. In der Regel, wir haben zwei Unterrichtsstunden dafür geplant, das heißt von 10 bis ca. 11.30 Uhr sollte das mehr oder weniger laufen. Mein Plan ist, dass ich diesen Teil der Lehrveranstaltung asynchron halte. Das heißt, Sie werden dann halt wöchentlich von meiner Seite die Vorlesung als Video zu sehen bekommen. Und dann können Sie sich gerne das Video angucken und dieses Video versuche ich immer da halt kurz vor 10 Uhr freizuschalten und dann haben Sie, wie gesagt, die Möglichkeit, sich das Video anzugucken und danach in dem zweiten Teil der Lehrveranstaltung starten wir dann gemeinsam quasi live mit dem Teil Übung. Da werden wir dann gemeinsam Übungen durchführen, die Vorlesung zusammenfassen, die Vorlesung von der letzten Woche quasi zusammenfassen, Ihre Fragen klären und auch in Teilgruppen werden Sie dann halt Versuche durchführen und dann halt Aufgaben lösen. Und genau, das wird zumindest heute auf jeden Fall wird das online stattfinden per MS Teams. Das heißt, das Programm, was wir gemeinsam nutzen, wird das MS Teams sein, nicht WebEx. Dann gehen wir dann halt oder treffen wir uns dort in MS Teams und besprechen wir. Es besteht die Möglichkeit, wenn Ihre Gruppe nicht sehr groß wäre und Sie alle damit einverstanden wären, dass wir dann halt die Vorlesung tatsächlich vor Ort, zumindest die Übung vor Ort haben können. Aber das besprechen wir gemeinsam heute und gucken wir, ob die Möglichkeit besteht oder nicht. Gut, heute sieht ein bisschen anders aus. Heute haben wir den ersten Termin, daher die Agenda sieht ein bisschen anders aus. Wir haben heute drei Teile. In dem ersten Teil werde ich dann halt eine kurze Einführung geben in die Lehrveranstaltung. Ich habe ein paar Hinweise, allgemeine Hinweise mitgebracht. Ich werde ein bisschen über MS Teams sprechen, kurz über Ilias sprechen. Mir ist wichtig, dass Sie von Anfang an zumindest die Hauptziele der Lehrveranstaltung kennenlernen. Die habe ich dann halt heute mitgebracht und danach werde ich dann detailliert die Themen, die wir in jeder Lehrveranstaltung besprechen werden, Ihnen zeigen. Und einen groben Zeitplan habe ich auch heute mitgebracht. Sehen Sie das gleich. Und wie ich dann letzten Endes Ihre Leistung bewerte und wie die Benotung ist, dann sehen Sie auch dann bei diesem Video heute. Und die wichtigen Literaturen, die ich dann halt standardmäßig nutze, habe ich heute mitgebracht, zeige ich Ihnen. Viele von diesen Literaturen finden Sie auch über FH Dortmund Bibliothek, entweder online oder halt natürlich offline, auf jeden Fall. Genau. In dem zweiten Teil der Lehrveranstaltung, wie ich vorhin auch erwähnt habe, starte ich das dann mit der Einführung in die
in der Werkstofftechnik und da werde ich dann halt ein paar allgemeine Definitionen vorstellen und auch ein bisschen halt über Werkstoffkunde bzw. Werkstofftechnik sprechen. Und dieser Teil wird auch quasi per Video sein. Das heißt, Sie sehen jetzt das erste Video, wo wir halt über Einführung in die Lehrveranstaltung sprechen. Quasi, wir sind aktuell hier. Und dann für den zweiten Teil habe ich ein separates Video vorbereitet. Genau wie das erste Video finden Sie auch dieses Video sowohl in MS Teams, in Ilias und als auch in YouTube. Und dann treffen wir uns dann halt online oder in MS Teams und da können Sie gerne Ihre Fragen stellen, Anmerkungen, Wünsche äußern und dann besprechen wir dann halt auch am wichtigsten für mich wäre, besprechen wir gemeinsam, ob Präsenzveranstaltung möglich wäre oder nicht. Das besprechen wir gleich gemeinsam. Gut, vielleicht ein paar Hinweise, wie ich mehrfach erwähnt habe. Wir werden alles, zumindest die Termine, die wir online haben, werden wir alles über MS Teams haben. Da werden Sie auch Videos, die ich dann halt in Ilias, in YouTube, auf YouTube hochlade, auch in MS Teams finden. Die Folien finden Sie auch in MS Teams. Die Idee hier ist, dass Sie alles Mögliche, was Sie für diese Lehrveranstaltung benötigen, in einem Ort haben. Sowohl die Termine als auch die Kursmaterialien, die Sie benötigen, finden Sie in MS Teams. Ich werde die Übung dort auch hochladen und dort können Sie auch natürlich die Übung abgeben. Das heißt, für mich ist das erste Mal, dass so ein Format ausprobiere. Das heißt, gucken wir gemeinsam, wie gut das ist, wie gut wir klarkommen. Ein weiterer Vorteil für Sie sicherlich ist, dass Sie dann halt in dem Team ein weiteres Team erzeugen können für Ihre Projektarbeit später. Und da können Sie auch gemeinsam in einer kleineren Gruppe auch arbeiten. Sicherlich haben Sie auch weitere Kommunikationsmöglichkeiten. Sie können mir natürlich E-Mail schreiben oder halt auch in Ilias mir was schreiben. Daher MS Teams, da können wir auf jeden Fall auch quasi per Chatfunktion schreiben. Wenn es Ihnen nicht gefällt, können Sie mir E-Mail schreiben oder halt in Ilias finden Sie mich auch, dann können Sie mir auch was schreiben. Grundsätzlich für diese Lehrveranstaltung gibt es keine Anwesenheitspflicht, das heißt, Sie müssen nicht unbedingt zur Vorlesung kommen, um am Ende an der Prüfung teilnehmen zu können. Und Ihre Teilnahme ist auf freiwilliger Basis. Ich würde mich sehr freuen, falls unsere Lehrveranstaltung, die Übung zumindest online stattfinden sollte, dass Sie dann halt Ihre Kamera während unserer Termine einschalten. Das hilft mir auch, von Ihnen einen ersten Eindruck zu haben. Und dann können wir gemeinsam ein bisschen besser kommunizieren und die Übungen ein bisschen aktiver gestalten. Diese Folie habe ich mehr oder weniger erwähnt. Für unsere Lehrveranstaltung habe ich ein Team in MS Teams erzeugt. Sie können entweder MS Teams installieren als Programm, aber Sie können genauso gut auch online MS Teams nutzen. Daher gucken Sie sich, was Sie da halt wünschen. Sie müssen dann halt auf den Link zu unserem Team klicken. Da quasi finden Sie das Team und da können Sie sich dann halt bei diesem Team beitreten und dann sehen Sie das alles Mögliche. Daher entweder direkt auf diesen Link klicken oder halt später finden Sie auch in Ilias den Link, können Sie da auch
da klicken. Wenn Sie dann Team öffnen, dann sehen Sie ein ähnliches Fenster wie hier. Sie sehen hier jetzt mehr oder weniger, was Sie in MS Teams sehen. Was für uns wichtig ist, ist, hier können Sie gerne Ihre Fragen schreiben. Entweder haben Sie eine Frage an mich oder halt eine allgemeine Frage. Da können Sie quasi eine neue Unterhaltung starten und alles Mögliche fragen. Dann antworte ich entweder oder halt andere können die natürlich auch darauf antworten. Dann gibt es Klassennotizbuch, da gucken wir, ob wir da was brauchen oder nicht. Da können wir ein OneNote erzeugen, dann gemeinsam an dem OneNote arbeiten. Was wichtig ist, ist erstmal Dateien. Da können Sie die Kursmaterialien sehen, die Folien, die Videos. Da finden Sie auch die Informationen und auch die Dateien, die mit der Lehrveranstaltung zu tun haben. Und unter Aufgaben finden Sie dann halt die Übungen. Da können Sie auch natürlich Ihre Übungen hochladen und abgeben. Und unter Kurskalender sehen Sie dann auch unsere Termine. Das heißt, wenn Sie da unter Kurskalender sehen, sehen Sie genau, wann wir uns dann halt treffen. Und auf den Termin können Sie dann klicken und dann kommen Sie auch dann halt in den Termin rein. Und das ist sehr praktisch, wenn ich dann halt einen Termin eventuell eine halbe Stunde später einsetzen möchte. Da muss ich nicht jedes Mal extra schreiben. Dann bekommen Sie auch sofort dann direkt eine Benachrichtigung. Genau, da können Sie sich nochmal in Ruhe das Team angucken. Wenn Sie Fragen haben, gleich können wir das auch besprechen. Ilias brauche ich nicht viel zu sagen. Ich habe versucht, tatsächlich Ilias so gut wie möglich aufzubauen. Sicherlich vielleicht fehlt was. Können Sie mich auf jeden Fall ansprechen und in jedem Abschnitt finden Sie ein paar Informationen von unterschiedlichen Punkten, die eventuell oder die aus meiner Sicht zumindest bei diesem Kurs wichtig sind. Und aktualisiere ich auch immer unter Aktuelles unsere Termine, wann unsere Termine stattfinden. Und in der Regel verlinke ich auch, das heißt, wenn Sie mit MS Teams nicht gut weiterkommen, finden Sie auch sicherlich hier weitere Informationen. Genau, hier möchte ich gerne auf dieser Folie einmal kurz über die Ziele sprechen, die ich für diese Lehrveranstaltung definiert habe. Das erste Ziel hat mit Werkstoffen zu tun und in dem ersten Teil der Lehrveranstaltung versuche ich ein bisschen über metallische Werkstoffe zu sprechen und ein paar Grundlagen der metallischen Werkstoffe zu definieren. Danach gehe ich dann halt weiter und spreche ich über additive Fertigung und werde ich dann halt in dem Bereich erstmal additive Fertigung definieren und dann halt ein bisschen über die Verfahren sprechen und dann gehe ich dann in Richtung metallische Werkstoffe und die Verfahren, die mit metallischen Werkstoffen zu tun haben, werde ich ein bisschen detaillierter vorstellen. Und dann in dem dritten Teil werde ich auf jeden Fall versuchen, eine Korrelation zwischen additiver Fertigung und Werkstofftechnik aufzubauen bzw. die Korrelation vorzustellen. Und für mich wichtig, es ist wichtig, dass ich Ihnen einmal zeige, warum Werkstofftechnik im Bereich additive Fertigung wichtig ist und eine große Rolle spielt und wie wir das Verfahren besser kontrollieren können, wenn wir ein bisschen mehr über Werkstoffe wissen. Und diese Ziele, die ich Ihnen gerade eben vorgestellt habe, habe ich versucht, auf einer Folie ein bisschen detailliert darzustellen
Und die Themen, die ich in jeder Lehrveranstaltung, in jeder Vorlesung quasi Ihnen zeigen möchte, habe ich hier mitgebracht. Die ersten 6 Termine, die wir haben, werden dann halt mit Werkstofftechnik zu tun haben. Heute werde ich ein bisschen über Werkstoffkunde sprechen und danach über den Aufbau der metallischen Werkstoffe sprechen. Nächste Woche gehe ich dann in Richtung Kristallographie und spreche ich über Kristallsysteme und auch Definitionen und Themen, die halt mit Kristallsystemen zu tun haben. Danach werde ich dann halt über Metallstrukturen sprechen und auch die Baufehler, die wir halt bei Metallen haben, die eine sehr große Rolle spielen, wenn wir über die Eigenschaften der Metallen sprechen. Verfestigung und auch Diffusion und auch Rekristallisation sind dann halt die Themen, die ich dann halt in dem vierten Termin sprechen möchte. Dann gehe ich weiter ein bisschen über Umformen und Prüfverfahren, werde ich dann sprechen. Und ein Selbststudium werden Sie auch haben. Das heißt, unser sechster Termin wird das eher Selbststudium sein. Das heißt, Sie werden von mir Skript bekommen. Sie werden von mir dann halt die geeigneten Quellen bekommen. Dann werden Sie sich selber mit dem Thema Phasenumwandlung beschäftigen. Wie gesagt, diese 6 Termine, die wir haben werden, beschäftigen sich eher mit Werkstofftechnik. Aus meiner Sicht, zumindest sehe ich das so, dass der zweite Termin ein bisschen schwierig wird. Wenn Sie diesen Termin gut überleben, da werden Sie kein Problem haben. Zumindest meine Erfahrung bis jetzt war so, dass wenn ich ein bisschen über Kristallographie gesprochen habe, über Orientierung der Kristalle, das Thema war nicht so einfach. Und da werde ich auf jeden Fall versuchen, so einfach wie möglich alles darzustellen. Und falls aber Sie Probleme haben, falls das Thema nicht gut ankommt, natürlich können wir darüber sprechen. Wiederhole ich nochmal und werden wir natürlich Übung haben. Dann in dem weiteren Termin werden wir dann über das Verfahren sprechen. Für additive Fertigung ist es wichtig, dass wir Pulvermetallurgie kennen. Daher eine Vorlesung werden wir nur über Pulvermetallurgie sprechen, Sintern-Pulvermetallurgie. Und dann gehen wir in den Bereich additive Fertigung, Definition der generativen Fertigung und dann die Maschinen, die wir halt da im Bereich additiver Fertigung haben, die Verfahren, die unterschiedlichen Verfahren, die da existieren, werde ich dann halt sprechen. Und dann spreche ich ein bisschen über Umweltschutz im Bereich additive Fertigung und die Entwicklungstrends, die halt im Bereich additive Fertigung existieren, werden wir ein bisschen sprechen. Und dann am Ende werde ich diese Korrelation zwischen Werkstofftechnik und additive Fertigung präsentieren und zeigen, wie die halt unterschiedliche Werkstoffe zum Beispiel, unterschiedliche Herausforderungen bei additiver Fertigung verursachen und unterschiedliche Probleme, die wir bei additiver Fertigung haben, werde ich auf jeden Fall thematisieren. Und dann die 2 letzteren Termine, die wir haben, werden Sie dann halt ja vortragen, werden Sie dann halt Ihre Projektarbeit präsentieren. Projektarbeit und Ihre Vorträge werde ich gleich thematisieren. Gut, hier sehen Sie einmal grob den Zeitplan. Wie ich am Anfang erwähnt habe, die Vorlesungen, die wir haben werden, versuche ich erstmal asynchron
vorzubereiten. Das heißt, wir werden dann halt insgesamt zumindest 12 asynchrone Lehre haben, asynchrone Lehrveranstaltungen haben. Nach jedem Termin werden Sie dann halt Übungen bekommen. Und diese Übungen haben Sie dann halt für die Übung eine Woche Zeit, können Sie dann halt die ausarbeiten und dann abgeben. Für diese Lehrveranstaltung müssen Sie eine Projektarbeit in einer Gruppe durchführen. Die Einteilung werden wir dann halt in dem dritten Termin durchführen. Da sehen Sie hier. Und dann haben Sie eine Woche Zeit, Ihre Teammitglieder kennenzulernen. Und danach, die Woche danach quasi, können Sie dann halt das Thema der Projektarbeit in ILIAS auswählen. Und dann haben Sie einige Wochen Zeit, die Projektarbeit auszuarbeiten. Dann Anfang nächsten Jahres, da können Sie dann halt Ihre Projektarbeit hochladen und grundsätzlich, wie ich dann halt auch gerade eben erwähnt habe, haben wir 2 Termine dafür eingeplant, dass Sie dann halt Ihre Vorträge präsentieren können. Gut, wie ich Ihre Leistung bewerte, sehen Sie gleich hier. Die Übungen, die wir nach jedem Seminar haben werden, insgesamt haben 10% oder bestimmen 10% der Gesamtnote. Und hier geht es darum, dass Sie dann halt einzeln, nicht in Gruppen, sondern einzeln die Übungen quasi ausarbeiten und hochladen. Dann werde ich Sie dann halt so benoten. Das wäre dann halt 10% der Gesamtnote. Wie gesagt, nach jeder Vorlesung sehen Sie dann halt die Übung in MS Teams und auch in ILIAS. Und dann haben Sie eine Woche Zeit, bis Beginn des nächsten Termins haben Sie dann Zeit. Da können Sie dann halt ausarbeiten, hochladen. Sie werden dann die Übung einzeln durchführen, nicht im Team. Und sicherlich werden wir dann die Woche danach auf jeden Fall gemeinsam die Übung uns angucken und auch natürlich lösen. Dann gibt es Projektarbeit, wie ich mehrfach erwähnt habe. Und Projektarbeit bestimmt dann halt 40% der Gesamtnote. Was Sie für Projektarbeit tun müssen, ist Folgendes. Sie werden gemeinsam mit 2 weiteren Teilnehmerinnen dieser Lehrveranstaltung eine Gruppe aufbauen und gemeinsam zu dritt ein Thema, das sich definiere, ausarbeiten. Das Thema oder die Themen werde ich definieren. In ILIAS werde ich die alle auflisten. Die Anzahl der Themen sind in der Regel mehr als die Gruppen, die wir haben. Das heißt, Sie können dann halt sich dann die Themen angucken und ein Thema, das Sie vielleicht anspricht, dann halt buchen und gemeinsam in der Gruppe ausarbeiten. Wenn Sie das Thema ausgearbeitet haben, werden dann Sie eine Präsentation vorbereiten, einen PowerPoint vorbereiten. Das heißt, Sie benötigen keine Hausarbeit dafür, beziehungsweise Sie brauchen keine Word-Datei vorbereiten, sondern reicht das aus, wenn Sie eine Präsentation, eine PowerPoint vorbereiten. Und dann werden Sie diese Präsentation zu dritt dann präsentieren. Ihre Präsentation am Ende spielt 10% der Gesamtnote, wie gut Sie präsentiert haben. Das heißt, werde ich Sie einzeln am Ende bei dem Vortrag quasi bewerten und wie Sie das Thema ausgearbeitet haben,
wie sie dann halt, wie gut sie inhaltlich das Ganze vorbereitet haben, definiert dann halt 30% der Gesamtnote, die zusammen ihre Präsentation und die Ausarbeitung der Projektarbeit wären dann halt, werden diese 40% definieren. Das heißt, wir haben hier 10% mit Übung, dann kommen 40% Projektarbeit in Gruppe. Das heißt, wir haben dann halt bis zu Prüfung quasi die Hälfte der Gesamtnote, wenn sie alles gemacht haben, erzielt. Und dann mit Klausur haben sie dann halt 50% der Gesamtnote. Und diejenigen, die dann halt jede Woche Übung abgeben und Projektarbeit durchgeführt haben, am besten haben die dann halt bis Prüfung die Hälfte der Gesamtnote erhalten und können vielleicht ein bisschen Klausur entspannter sehen oder halt sich ein bisschen herausheben im Vergleich zu jenigen, die dann halt an den Vorlesungen nicht teilgenommen haben. Und darüber hinaus von meiner Seite gibt es auch die Möglichkeit, dass sie Bonuspunkte bekommen. Und diese Bonuspunkte hat mit ihrer Teilnahme an den Übungen, an den Diskussionen zu tun. Und dafür habe ich dann halt bis 15% der Gesamtnote Bonuspunkte definiert. Und dadurch möchte ich gerne sie ein bisschen belohnen und auch natürlich sie animieren, an der Lehrveranstaltung teilzunehmen, an den Diskussionen teilzunehmen und natürlich irgendwie sie belohnen, wenn jemand jede Woche zu der Übung kommt oder zu den Übungen kommt und auch an den Diskussionen teilnimmt. Gut, vielleicht nochmal, versuche ich einmal alles löschen, also 10% Übung, 40% Projektarbeit, 15% Bonuspunkte, das heißt bis Klausur, wenn einer sehr aktiv ist an der Vorlesung, an der Übungen noch, hat die Möglichkeit 55% der Gesamtnote zu bekommen und dann halt Klausur am Ende online oder offline sehen wir, wie das Ganze aussieht, 50% der Gesamtnote. Gut, hier sehen Sie eine Liste von Literaturen, die ich fast wöchentlich benutzt habe. In dieser Seite sehen Sie dann halt die Literaturen im Bereich Werkstofftechnik und können sich gerne auch später ein bisschen detailliert angucken. Sie finden, wie ich erwähnt habe, viele von diesen Büchern online als PDF, da können Sie gerne auch sich angucken. Für diejenigen, die später international unterwegs sein sollten, empfehle ich auf jeden Fall das Buch von Herrn Abbasian Rithil, Physical Metallurgy Principles. Das ist ein schönes Buch. Für unsere Lehrveranstaltung empfehle ich auf jeden Fall die dritte und die vierte Quelle. Da finden Sie viele Begriffe, die ich im Bereich Werkstofftechnik habe, online und viele Begriffe, die ich benutzt habe, finden Sie da auch dort in diesen Büchern. Viele Aufgaben, wenn Sie merken, habe ich von aus diesem Buch Aufgabensammlung Werkstoffkunde, kann ich nur empfehlen. Ich meine, wäre auch PDF online verfügbar. Gucken Sie sich das an. Natürlich, da sind viele Aufgaben, aber lohnt sich ab und zu reinzugucken. Und wie gesagt, einige Aufgaben werde ich auch aus diesem Buch als Übung definieren. Gut, im Bereich additive Fertigung gibt es dann halt einige Klassiker. Das Buch von Herrn Gebhardt ist ein Klassiker. Ist auch online verfügbar, kann ich nur empfehlen. Tatsächlich, da ist alles drin, was Sie im Bereich additive Fertigung benötigen. Sicherlich mittlerweile gibt es auch andere Aspekte, die eventuell in dem Buch nicht zu finden sind.
dafür habe ich dann halt zwei Bücher von Herrn Lachmeier und seinen Kollegen benutzt. Einmal das Buch eher mit Entwicklungstrends, die halt im Bereich additive Fertigung existieren, und einmal eher Grundlagen von additiver Fertigung. Können Sie sich gerne auch angucken. Und sicherlich sind die alle drei sehr gute Bücher, um ein paar allgemeine Informationen daraus zu finden. Ja gut, damit wäre ich tatsächlich am Ende meiner Einführung in die Lehrveranstaltung. Wir besprechen gleich Ihre Fragen, Ihre Anmerkungen. Sollte ich etwas nicht ausreichend klar definiert haben, können wir gleich besprechen. Die Folien werde ich auch gleich mithaben. Und genau, dann besprechen wir in einem oder in unserem Online-Termin Ihre Fragen. Dann beende ich dieses Video und Sie können gerne das zweite Video starten, in dem ich ein bisschen über Materialkunde, Werkstoffkunde gesprochen habe, und dann treffen wir uns. Dann bis später.